Wahrscheinlich muss ich hier noch irgendetwas triggern. Irgendetwas heraufbeschwören. Los, komm. Hier. Nicht genug Energieknoten. Das ist natürlich wieder schade. Jetzt würde ich gerne wieder zum Shop. Aber nein. So, das heißt, wir müssen das Teil in der Quarantänezone jetzt erstmal rüberschleifen. Schiebt das erstmal weiter. Dann machen wir das gleiche hier mit. Das war wohl etwas zu früh, aber das klappt noch, das klappt noch, das klappt. Sind zwar gut gepanzert, aber die sind nicht gut genug gepanzert für unseren Plasma-Cutter. Sehr schön. Ja! Wie ich die letzten Mal auch mitbekommen habe, mögt ihr Gregor, ne? Ja, dann werde ich mal versuchen, den Gregor wieder etwas mehr ins Spielgeschehen mit einzubringen. Ja, auch wenn die Stimme dadurch wieder sehr kratzig wird. So, wo schiebe ich den Scheiß jetzt? Ah! Ja, bam! Komm, ist gleich mit dir! Und noch einer! Yeah! Schön, so schön! Geht doch! Geht doch. So, es sind auch ein bisschen Matsche-Bumper, die hier überall rumliegt. Aber das geht schon. Ja, das geht schon, das ist fein. So, dann können wir uns jetzt auch mal den anderen Räumen widmen. Was auch immer wir dort finden werden. Na, der war abgeschlossen, das stimmt ja. Das geht schon. Ja, das wird knapp, aber das funktioniert. Wunderbar. Das ist schön. Das ist gut. Dann komm mal rüber. Ja, da sind wieder Freunde, die wir doch kennen. Am Arsch wiederherstellen. Nur die Scheiße ist richtig damit. Ja, geht die von allein kaputt oder was? Na komm schon. Ich hab genug für euch alle dabei. Ja, hier geht immer schnell kaputt. Muss ich das... Ja, schön, ich muss da rein. Ich bin tot. Ich bin hässlich. Ich bin ein Nekromorph. Ich bin an die Wand gebunden. Ich kann mich nicht weiter bewegen. Ah, habe ich nicht vorhin von einem Shop geredet? Welch Ironie. Dann können wir jetzt ja auch mal schauen, was sich hinter dem einen Türchen verbirgt, ne? Tor Nummer 3! Aber ich kann jetzt nicht mehr zurück. Das ist ja natürlich nicht so schön. Verdammt. Egal. Na, hier funktioniert was noch nicht. Fehlfunktion auf der Brücke. Dort hinten geht's rein. Da ist noch so ein Typ. Kannst du uns wehtun? Na,
nicht so kopflos. Nicht so Gedanken verloren. Ja, ja. Immer die Kollegen, die nie wissen, wo ihr Kopf steht. Ja, solche Personen gibt es doch immer und immer wieder. So. Guten Morgen. Ach so, hier müssen wir nachher weiter. Schön, schön, schön. Dann wissen wir ja, wo es lang geht. Wir kennen den Weg. Auf geht's. Ui, schön. Ja, schön. Vor allem mit den ganzen Körperteilen hier. Hier kommt doch bestimmt nichts, was uns schaden könnte, ne? Eine Hand, hast du was dagegen? Ja, die zeigt uns sogar noch den Weg. Ah, ist das nett. Da, bitte gehen Sie nach links. Achtung, Stufe. Ne? Nein. Was? Ja, da geht's dir beschissen, wa? Danke für die schönen Klingen. Ah, die Ripperklingen, die müssen wir auch mal wieder auspacken. Die sind fein. Darum kann man nie genug von den Teilen haben. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass hier gleich wieder so ein riesiges Tentakelvieh auf uns wartet. Was mit dir? In dem Gelände. Solche Feinde. Ja. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn wir das nochmal auf Hardcore durchspielen. Ein Schuh mitten in der Fresse von Isaac. Ja. Das hat er gern. Das glaube ich. Ich weiß nicht, wenn ich so rede, verziehe ich das Gesicht immer so ein bisschen und ich habe immer das Gefühl, ja, da muss ich durchspringen, ne? Ich habe immer das Gefühl, dass dadurch, so wie ich das Gesicht verziehe, dass ich da direkt anfangen muss zu weinen. Ja, da tut mir die ganzen Necromorphs wieder leid. Ja, die armen, kleinen, süßen Viecher, die können da nichts dafür. Die haben sich das auch nicht ausgesucht, ja? Die wollten das bestimmt auch nicht. Die wollen doch nur Spaß haben. Die wollen nur spielen. Ja, die allerersten, die kommen auf einen zugerannt und wollen mit einem spielen. Was ist daran so schlimm? Ja, komm. Schieb. Oh, was ist... Ja, hier geht grad was. Erstmal die Tränen aus den Augen ziehen. Sieht nicht so aus, als wenn wir dort ohne Probleme wieder zurück können. Ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Ach, die Teile sind angesprochen. Ja, solange man die natürlich noch bremsen kann, ist das ja kein Problem. Ja, komm, dich erwische ich noch. Ach, da ist auch noch einer. So, jetzt reicht's mir mit dir. Ja, komm. Ach, bitte, Nerviges. So, weg, weg. Nicht viel Lebenspunkte verloren, Leute. Das ist nicht nett.
Ort durch. Ein nächstes Mal. Ja, und... Das sieht ja echt ekelhaft aus. Noch ekelhafter als vorhin. Naja. Na, da drin ist auch noch irgendwas. Ah, sehr schön. Was zum Heilen. Ja, wenn wir... Oh, shit. Ende der Schwerelosigkeit. Na? Von hinten bist du verwundbar, ne? Das ist eine gute Taktik, die muss ich mir merken. Hält aber nicht für ewig. Na komm. Wasser. Der ist ja echt aus allen Nähten geplatzt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ehrlich nicht. Naja, umso besser. Hinten haben wir nochmal Stase und... Ah, jetzt können wir die Teile auch benutzen und ich laufe gerade wieder hin. Einen viel zu großen Umweg. Ironischerweise habe ich ja jetzt vorhin die ganzen Stase-Packs verkauft, ne? Erinnert ihr euch noch dran? So, rüber. Ja, und... So, einmal dran beigezogen. Jetzt laden wir uns eben nochmal an dieser Stasi-Station auf. Einmal foltern. Und weiter geht's. Diesmal sind wir mal auf der anderen Seite. Jetzt sind wir mal in Fahrtrichtung links von dem Marker. Jawohl. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ne? Ich weiß nicht, wann ich stoppen muss. Das ist natürlich schlecht. Wisst ihr, was mir in so einem Spiel eigentlich nur noch fehlt? Richtig nervige, kleine, fliegende Feinde. Eigentlich sowas wie kleine Fledermäuse. Wisst ihr, in der Überzahl, klein, kaum zu treffen, nervig und verdammt viele. Ja. Was war das? Sind wir Wolf oder was? Zweiten Spiel der Reihe Dead Space werden wir die ganze Treterei ja noch öfters gebrauchen, als wir es jetzt bereits tun. Fein, fein, fein. Was ist das? Aufmachen! Na los! Mach auf! Na, scheiße. Was haben wir hier noch Feines? Einen schönen Energieknoten. Das ist doch was Feines. Ein schönes Geschenk für den Papi. Ah, komm. Komm, beweg dich. Störrisches Ding. Faul an diesem